Entering Knockout. Okay, hier mir. Aha. Ich denke mal, ab jetzt geht's dann richtig los mit der Warte. Ich meine, gut. Mal eben 300 Gegner. Kein Problem, kein Problem. Naja, die kriegen wir auch alle down irgendwie. Aua. Ich meine, es muss ja noch nichts heißen. Ich meine, es könnte ja irgendwo wieder so eine Massenschlacht sein. Wir könnten uns eigentlich das hier schon mal nehmen. Könnte man zum Beispiel den hier verprügeln oder auch nicht. So, mal gucken. Okay, hier geht es dann ins Exit. Na, da brauchen wir natürlich die Karten für. Ich meine, solange die hier alle schön einzeln kommen, kann ich hier stehen bleiben. Nur vor dem muss ich ein bisschen aufpassen. Also, es läuft eigentlich ganz gut hier. Die kommen hier schön vor meine Doppelläufige. Immer schön in Massen, dass ich schön viel erwische. Auch wenn die Kampfposition an der Treppe natürlich absolut beschissen ist, aber naja. Jetzt muss hier erst einmal ein bisschen geschlagen werden. Ich habe jetzt genügend meiner Schrotmunition in die Typen geballert. Ach, da kann man durchschießen. Ja, nice. Okay, das ist jetzt natürlich ein kleines Problem. So, mal gucken. Boah, überall diese blöden Gegner, die mir einfach das Schussfeld blockieren. Ich will doch eigentlich nur jetzt endlich ordentlich hinballern. Oh, fuck. Na? Boah, ey. Nicht gerade wenige Gegner. Alle am Nerven. Sehr schön. Boah, Alter, ne? Wie viele von euch denn noch? Ich meine, gut, so langsam habe ich in etwa eine Ahnung. Die ganzen 300 Gegner sind alle am Anfang. Aber solange ich hier in der Tür stehen kann und die einfach wegprügeln kann, ist das alles kein Problem. Ist mir nicht ganz geheuer, das Ganze. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum bin ich da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Oh Mann. Einfach in den Crusher gelaufen. So macht man das. Wir haben sehr viel Chengan Mini. Und auch viele Lost Souls anscheinend. So, ich werde mir die Unverwundbarkeit definitiv aufsparen für Gegner, die es irgendwie wert sind. Also garantiert keine blöden Pinkies. Und was wollen die? Aua. Ja gut. Den habe ich verdient, glaube ich. Und auch die Gegner da hinten drin sind eigentlich nur so mittelgefährlich gerade. Gut, sie haben ein bisschen gemeine Position, das muss man ihnen lassen.
Aber den hier, wenn ich den zum Beispiel mit der normalen Schrotflinte besiegen könnte, dann wäre der schon mal sehr hilfreich. Dann könnte ich den hier zum Beispiel ein bisschen ärgern hiermit. Vielleicht sogar doch nochmal hiermit. Ich meine, sollte ja kein Problem sein. Ach, der lebt noch! Ich dachte, der wäre gerade gestorben. Ja, da habe ich mich halt geirrt. Na, komm einfach. Geh einfach drauf. Na also. Sehr schön. Machen diese Dinger hier irgendwas, wenn man da drüber geht? Oder kommt das erst, wenn ich jetzt das hier einsammle? Okay, jetzt geht's wahrscheinlich eher los. So geht es auch. So, ich denke mal, das dürfte geklärt haben, wer der König des Dschungels ist. Zumindest hier im Dämonendschungel. Ich werde ganz kurz mir noch die Munition holen, die da hinten noch liegen sollte. Und zwar die hier, die hier, die hier. Also. Ja, wenn das natürlich so ist, gehen 300 Gegner halt doch relativ schnell in ein Level. So, mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier Schönes? Rüdelfest, okay. Noch mehr? Müsst nur sagen, ich habe hier immer noch wunderbar was für euch in der Hand, könnte man so sagen. Und zwar die Berserker-Fähigkeit. In die Haut gut rein. Warum prügel ich mich eigentlich gerade schon wieder? Ich habe eigentlich genügend Muni. Aber es macht einfach so viel Spaß, sich in dem Spiel zu prügeln. Das ist einfach so. Was haben wir denn hier Schönes? Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ich halte hier einfach rein. Ja, na also. Wunderbar. Holen wir uns die Sachen noch. Also, gucken wir uns mal gut um noch. Aha. So einfach wird das wahrscheinlich nicht. Oder können wir hier das anschießen? Ich glaube nicht.
Also, hier ist ja sogar die wichtige Munition schon wieder für mich. Ich habe noch gar kein Secret gefunden. Das ist irgendwie schade, weil es jetzt bis jetzt so gut gelaufen ist. Wir haben jetzt eigentlich auch schon beinahe alle Gegner gekillt, schon wieder. Das ist krass. Es hat halt wunderbar genauso geklappt, wie ich es mir vorgenommen habe. Die hassen sich, ich gucke jetzt zu und fertige sie ab. Der hat nicht ganz so viel abbekommen, glaube ich. Aber der hier sollte eigentlich relativ gut. Oder ja. Der eine hat gut was abbekommen von dem Arachnotron. Okay, so einfach kommen wir hier nicht ran, habe ich so das Gefühl. Aber wir haben ja noch bestimmt die ein oder andere Option, was wir noch so machen können. Ich meine, es gibt schon noch ein paar Dinge, die ich noch angucken kann hier. Was ich krass finde, ist, dass jetzt halt echt schon beinahe alle Gegner down sind. Wir haben jetzt nur noch 10 Stück. Ich meine, was zur Hölle? Ist nicht so, wie als würden die noch arg viel machen, oder? Da müssen wir noch hin. Das machen wir wahrscheinlich später. Ich denke mal, wir müssen jetzt nochmal ins Gift schnell. Und dann kann ich mal hier hingehen. Aha. Hier war ich noch nicht drin. Hier komme ich auch noch gar nicht rein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber so geht das. Aha. Oh, Poison, die sind gut. Haben die aber früh bemerkt, dass hier Poison ist. Jetzt gucke ich mal da hinten noch. Da war ja auch noch ein Teleporter. Da war ich gar nicht drin. Ah. Na, das ist doch schon mal nicht schlecht. Damit lässt sich was anfangen. Jetzt müssen wir nun mal schnell hier weggehen. So. Bevor der Schild ausläuft. Na also, jetzt haben wir den roten Key. Die Frage ist jetzt natürlich, die Frage ist jetzt, was müssen wir jetzt genau machen eigentlich? Ich meine, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon Türen gesehen, die mit Dings versehen waren, mit Schlössern? Kann mich jetzt irgendwie nicht wirklich daran erinnern, aber ich meine, wir können uns ja umschauen. Okay, die Exit-Tür und höchstwahrscheinlich sind dann dahinter. Dahinter dann vielleicht nochmal eine Tür mit Schloss, das könnte natürlich sein. Aha. Auf den Treppen hat man jetzt natürlich nicht die optimale Kampfposition zu begeben. Verdammt. Aber jetzt haben wir fast alle Gegner down. Oh Gottes Willen. Na also, dann ist das das Exit. Uns fehlt tatsächlich ein Gegner. Wir haben alle Secrets. Hä, wo ist dann der letzte Gegner? Ich weiß es nicht. Naja. Vielleicht ist es ja auch irgendeiner, der so am Umherwandern war, wer weiß.
Im Großen und Ganzen kann man aber zufrieden sein. Ich meine, uns hat dieser eine Gegner gefehlt und das letzte Item, was gefehlt hat, war höchstwahrscheinlich die andere Supercharge da noch, aber gut. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber ja, jetzt scheint das Ganze wohl langsam ernster zu werden. Bin ja mal gespannt, was jetzt so auf mich zukommen wird. Auf jeden Fall sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.